SC Eberswinkel beim TV Friesentechte mal nicht so sehr deutlich verloren. Ein Hoffnungsschimmer. Rechte Seite, das ist er. Marvin Sand, Spielertrainer. Linke Seite, das ist er. Benedikt Müller. Ja, sagt mal heute was zur Leistung. Das Spiel ist 27-31 gegen euch ausgegangen. Das war aber ein Schritt nach vorne, oder? Definitiv. Also wir hatten uns vorgenommen, länger als 20 Minuten mitzuhalten. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Heute mal wieder zu viele Dinger verworfen. Wir hatten zur Halbzeit hatten wir die Statistik einmal in der Kabine aufgerufen. 16 Fehlwürfe, dazu 9 technische Fehler, ist halt am Ende des Tages wieder zu viel. Ich glaube ansonsten aber Deckungsleistung, man sieht 31 Gegentreffer, wir werden weniger mit Gegentreffern. Ja. Von daher, ich glaube, ist jeder zufrieden heute mit der Leistung. Benedikt, du bestimmt auch. Du hast, finde ich, ein sehr schönes Spiel gemacht, sehr gut auch aus dem Rückraum heute mal getroffen. Den einen Siebener hast du versemmelt, dann wurdest du abgelöst. Trotzdem, guter Spiel heute für dich, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist gut gelaufen, aber wie gesagt, das kommt ja alles nicht von alleine. Ne? Wenn man gute Szene gesetzt wird von den Mittelmännern oder allgemein von den Mitspielern, da ist das Treffer auch. Hättest du dir heute mal einen gewünscht, der außer dir auch getroffen hätte? Marvin hatte heute keinen guten Tag, Entschuldigung. Ja, das kann auch mal passieren. Vielleicht auch ein Faktor. Stefan Dietrich hat auch ein bisschen gefehlt, ne? Der sonst auch nicht ausfallen kann. Aber sonst, passiert, ja. Also wie gesagt, die Trefferquote heute war schon besser als in den letzten Spielen allgemein. Ja. Ja, da können wir nur aufbauen und weiter geht's. Darf man eine Schwäche ansprechen nochmal. Stefan Dietrich hat heute auf links gefehlt, aber ohne ihn ist über die Außen nicht viel gekommen. Es ist halt ja ein leidiges Thema, dieses, wir wollen mehr Tempo-Schlüsse laufen. Wir haben heute, glaube ich, mal, wenn es sechsmal aus der zweiten Welle kam, dann fällt das Treffen natürlich leichter. Ja, Stefan ist natürlich nochmal einer, den du in der Ecke stellst. Der nimmt sich einen Winkel, wo sich den sonst keiner nimmt und macht dann rein. Zudem wäre uns das, glaube ich, heute sehr gut nochmal zu Passe gekommen mit dieser offensiven Deckung, zweiten Kreisläufer. Ja. Da ist Stefan ja auch nochmal sehr stark im 1 gegen 1. Natürlich hat der da auch gefehlt. Super. Aber ansonsten, jeder hat sich eingebaut aus dem Team und von daher auch wieder stark Füll heute in Aktion. Mit beiden Kreisläufern oder alle drei Kreisläufer und das war ja das Spiel, ja, wo Uwe dann gesagt hat, wir spielen mit zwei Kreisläufern und ich finde das natürlich sehr schön. Vielen Dank und war mal schön mit zweien. Ja. Bis dann.